Hallo Leute, was geht? Der AC1005 hier mit Let's Play Verlorene Seelen. Ich bin das letzte Mal hier zurückgegangen, um zu speichern. Das ist eigentlich schon alles. Wir machen uns wieder auf den Weg nach hier unten und werden uns die Gegend hier weiter anschauen. So, ein Klo, ein unspektakuläres Klo. Welche Waffe haben wir denn? Ja, die ist gut. Wir gehen hier rein. Sie ist aus Kunststoff. Dann werden wir das gleich machen. Alter! Geht ja übel ab. Tod, yeah. Nichts Wichtiges. Der Schrank ist leer. Zünder erhalten. Oh, holy shit. Ach ja, das war die Notiz, genau. Verdammt, verdammt. Noch ein unspektakuläres Klo. So, Achtung auf die Geisterranke. Sonst zieht's mir wieder was ab. Uniformen der Wachleute. Ne, dann schauen wir uns jetzt erstmal die Kunststofftür an. So. Die Tür ist aus Kunststoff. Ätherisch werden. Hilfst du mir wieder bei dieser Tür? Ja, mach ich. Na, mach mal, Alexandra. Die Tür ist offen. Danke. Donnerwetter. Kotstreifen 2 erhalten. Ein Geist, der wurde in der Röhre eingesperrt. Nom nom nom. Nichts Interessantes. Im Schrank sind Ersatzteile und Bedienungshandbücher. Achtung auf die Geisterranke. So, wir haben noch einen Kotstreifen erhalten, den wir nochmal unter das Mikroskop hauen müssen, das sich hier befindet. So, dala. Na, wo ist er? Kotstreifen 2. Zahlen auf dem Kotstreifen lauten 56032. Okay. Hätten wir das auch? Daram. Daram, daram. So, dann waren wir hier, drin. Genau, was war hier noch drauf stand? Dort steht, beim Code für den Lagerraum müssen alle Ziffern noch um 1 erhöht werden. Genau. Das ist... Hey, da ist auch noch was. Erste-Hilfe-Kasten erhalten. Sollte man mitnehmen. Ist gar nicht so verkehrt. So, wir gucken hier rein. Uniformen, bla. Oh, Donnerwetter. Ja, Tabletten. Ich brauche Tabletten. Utiline. Ah, leer. So, wir nehmen... Tod. Berichte der Wachleute. Uniformen der Wachleute. Was ist hier? Zeug. Das muss die Kontrollanlage sein, aber solange die schwarzen Tentakel da sind, kann ich sie nicht bedienen. Nichts Interessantes. Anlage ist außer Betrieb. Um die Tür zu öffnen, muss man ein Passwort eingeben. Das war falsch. So, was sollen wir eingeben? Notizen. Dieses Wissenschaftlers. Auf dem zweiten Codestreifen steht 56032 und diese Zahlen sollen um jeweils 1 erhöht werden. 56032. 56 0 3 2, jeweils um 1 erhöht. Und das hat gepasst. Erste-Hilfe-Kasten. Haufen Zeug. Und Sprengladung erhalten. Sehr gut. Wo steckst du? Wo versteckst du dich, Elisabeth?
Der Julian wieder mal, ne? Oh. Ach du Scheiße. Ja. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das Bein kannst du wohl vergessen. Verdammter Bastard. So harte Worte. Nun bin ich aber wirklich beleidigt. Der Robert ist auch zum Geist geworden. Ach du Scheiße. Mir bleibt leider nichts anderes übrig, als sich dafür zu bestrafen. Er hat auch schwarze Augen, na, so wie. Aua. Na dann. Ich muss raus. So, dann hätten wir hier alles erledigt. Wir haben eine Sprengladung und einen Zünder gefunden. Sprengladung kombinieren mit Zünder. Sprengsatz erhalten. Sprengsatz benutzen. Boom. Die Tür ist offen. Magic. Yay. Ach, super toll. Was ist hier passiert? Das ist doch... Eigentlich hat er es verdient, aber auf so eine Art. Wer ihn auch getötet hat, es war sicherlich kein Zombie. Ich sollte vorsichtig sein. Spektralversteiger erhalten. Sehr gut. Eine sehr wichtige Waffe. Im Schrank hängt Arbeitskleidung. Wenn wir gegen die Geister dann kämpfen. Nichts Besonderes. Eine schreckliche Art zu sterben. Denn gegen die Geister geht eben nur dieser Spektralversteiger. Dieses Buch erinnert mich. Bla. So. Forschungsberichte. Alte Dokumente. Und wie man sich jetzt denken kann, wenn man schon den Spektralversteiger findet, muss man ihn wahrscheinlich auch einsetzen. Deswegen wählen wir ihn aus. Kann Geister zerstören, Munition, Spektralenergie. Und diese Spektralenergie ist übrigens unverbrauchbar. Das heißt, man kann so viel feuern, wie man will. Man kann den nicht verbrauchen. Ist auch besser so. So, wir gehen in die Tür. Der Spektralversteiger, eine sehr wichtige Waffe. Hm. Ich habe mir schon gedacht, dass es bei Ihnen nicht lange dauern würde. Ah, da sind Sie ja endlich. Elisabeth hat schon gesagt, dass Sie kommen werden. Sie hat mir angeboten, mich zu einem Geist zu machen. Wissen Sie, ich habe erst gezögert, doch dann habe ich mich doch entschieden, auf Ihr Angebot einzugehen. Und es war eine gute Entscheidung. Noch nie habe ich mich so frei gefühlt. Früher musste ich aufpassen, dass mich niemand bemerkt. Es war so ermüdend, immer vorsichtig zu sein. Aber nun, als unsterblicher Geist, kann ich machen, was ich will. Niemand wird mich aufhalten. Auch Geister können sterben. Sie glauben wirklich, dass diese Waffe da mich verletzen kann? Wir werden es gleich herausfinden. Epischer Kampf. Und aufpassen. Ach du holy shit. Nein, Game... ich sollte wirklich besser aufpassen, was ich tue. Oh, holy shit. Ja. Bla, 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 bla. Na, komm schon. Oh, du Narina. Yeah. Sehr gut, so gut war ich bei dem Kampf gegen den Robert noch nie. Habe ich super gemacht, wenn ich das so gegen die Elisabeth hinbringe. Donnerwetter. Wie ist das möglich? Diese Waffe, ich spüre wirklich Schmerzen. Du darfst mich nicht töten. Und tschüss. Man braucht zwar ein paar mehr Schüsse, um die Geister zu töten mit dem Spektralversteiger, aber es funktioniert tatsächlich. Und tschüss. Nichts Wichtiges. Besonderes. Im Schrank hängen weiße Kittel. Nichts Interessantes. Oh yeah. Die Röhre wurde aufgebrochen.
ID-Karte Stufe Alpha erhalten. Hilfe! Hilfe! Das ist doch Mrs. Woods. Ganz schlechte Idee, aus diesem Zimmer rauszugehen, Mary. Ganz schlechte Idee, denn jetzt, naja, habe ich mich nur getäuscht? Hallo, Mary. Mrs. Woods, Sie sind ein Geist. Ja, und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fühle mich auf einmal so bereit. Was ist? Möchtest du nicht ein wenig mit mir spielen? Spielen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Bin ich dir etwa nicht gut genug? Du denkst wohl, nur weil ich meine Nase nicht den ganzen Tag in Bücher stecke, bin ich dumm. Nein, so was würde ich nie... Du lügst doch. Weißt du was? Ich werde dir einfach deine verdammte Zunge rausreißen, dann wirst du nie wieder Lügen erzählen. Donnerwetter. Ich habe nur noch Angst. Forschungsunterlagen. Nichts Wichtiges. Ach ja. Nichts. Kein Lebenszeichen mehr. Was ist hier? Zeug. Erste Hilfekasten und ein paar Patrönchen. In den Kisten sind Gläser und andere Gefäße. Ja, und damit wären wir mit dem Spiel schon auch, sagen wir es mal so, fast am Ende, muss man wirklich so sagen. Viel kommt nicht mehr. Ich liebe es. Und Zombies sind wieder überall, toll. Öppe, döppe. So, wir haben den Spektralversteiger noch drin. Wir müssen umswitchen auf ein Gewehr. So. Okay. Dann werden wir speichern und uns heilen. Bitte. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Wir switchen zum Spektralversteiger. Speichern. Ja, also diese Begegnung von der Mary und dem Geist, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ist wirklich Magic. Naja. So. Sobald du durch die Tür gegangen bist, ist es nicht mehr möglich zurückzukehren oder abzuspeichern. Möchtest du trotzdem weitergehen? Möchten wir, da wir jetzt ins Finale kommen. Bla bla bla. Also los geht's. Finale, yay. Ich liebe es. Sie also auch. Ja, und es ist deine Schuld. Wieso hast du mir nicht geholfen? Ich konnte es nicht. Die Tentakeln hätten mich auch noch in das Loch gezogen. Du lügst. Du wolltest mir nicht helfen, weil du denkst, ich wäre es nicht wert. So ist es doch, oder? Nein, das stimmt nicht. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dann... Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu reden. Am besten ich töte dich, bevor ich mir noch mehr Lügen anhören muss. So, epischer Kampf geht los. Achtung, 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 da kommen jetzt aus den Wänden Dinger raus. Oh, ach, scheiße. Und tot. Ja, dieser Kampf ist schön, sehr schön. Und es ist nicht der Endkampf, das sage ich auch nochmal dazu. Und man kann nicht mehr abspeichern, das sage ich auch nochmal dazu nach dem Kampf. Es ist einfach nur toll. Ja, bla, bla, bla. Ich hasse es einfach. Oh.
Nein! Ah!